Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Bali im Inland unterwegs und in diesem Video werden wir euch den Mundok-Wasserfall und den Tukatsebung-Wasserfall zeigen. Viel Spaß beim Video! Einen wunderschönen guten Morgen. Richtig sonnig heute. Ja. Wir sind aktuell in Mundok und machen uns jetzt mal auf den Weg zu einem Wasserfall, haben uns einen Roller gemietet und der ist gar nicht so weit weg. Wir sind jetzt auf dem Track angekommen zum Mundok Wasserfall. Ist ein bisschen verwirrend, wir waren erst auf Google, haben wir eingegeben Mundok Wasserfall. Der erste Spot war irgendwie an der Straße, konnte man überhaupt nicht anhalten. Und auf dem Weg nach hier gibt es mehrere Stops, wo auch Mundok Wasserfall steht. Also hoffen wir, dass wir jetzt am richtigen Parkplatz angehalten haben und am richtigen Ort sind. So, wir hätten wohl eine Ecke weiter unten parken können noch. Es gibt hier so einen engen Pfad. Kann man auch noch mit dem Roller fahren. Und hier links ist ein Parkplatz mit einem Café. Sehen. Keine 10 Minuten später sind wir schon ganz unten. Irgendwie sind wir schon am Fluss. Und mal sehen, ob hier schon der Wasserfall ist oder nicht. Auf jeden Fall scheint hier einiges los zu sein. Hier ist was aufgebaut, ein Wasserspiel. Ah, da ist die Kasse. Dann gehen wir jetzt mal rein. So. Kommen dem Ziel schon näher jetzt. Ist gar nicht mehr weit, denke ich. Nee, ist gar nicht mehr weit. Da ist er. Angekommen. Erster Eindruck. Ist schön, aber ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ja. Es geht einfach platt und gerade runter hier. Ja, aber man hat sich so ein bisschen mehr vorgestellt. Genau, weil da gibt es eigentlich so viele Bilder, wo Leute auf so einem Felsen stehen und das sieht richtig beeindruckend aus. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es in Wirklichkeit hier aussieht. Und schon sind wir wieder zurück im Hotel, also der Wasserfall hat sich echt gelohnt, oder? Was sagst du? Ja. Kann man empfehlen. Ist auf jeden Fall ein kleiner Ausflug, extrem einfach, also kann jeder machen. Und ja, wir werden jetzt nochmal in den Pool gehen. Wir haben ja hier die letzten zwei Tage im Mundok Modi geschlafen. Ein richtig schönes Hotel mit Ausblick, ja, wohin? Bis nach Java. Und man ist hier ganz oben und in der Nacht wird es richtig kalt, aber am Tag hat man super Wetter. Und wir zeigen euch jetzt ein paar Eindrücke vom Hotel. Bye bye, time to leave. So, es geht jetzt weiter bei uns. Uns wird jetzt freundlicherweise hier geholfen mit dem Gepäck schon mal. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Ubud. Auf nach Ubud. Okay. Ja. Wie unser Taxi kam, es ist ein bisschen ziemlich klein. Zu klein dimensioniert. Aber wir nutzen hier mal die App BaliCab. Das ist eine Empfehlung von uns, weil dort sind die Preise am fairsten. Wir sind angekommen in Ubud. Genau, wir sind im Alaya Hotel. Wir haben das ausgewählt, weil wir hier sehr zentral liegen. Wir waren ja schon im letzten Video auch in Ubud gewesen, aber dort waren wir außerhalb und jetzt wollen wir einfach mal die Innenstadt von Ubud uns auch angucken. So,
So, wir sind jetzt im Compound zu Baron angekommen, machen einen kleinen Stopp. Wir sind nämlich ziemlich hungrig. Und ja, gerade sind wir durch U-Boot gelaufen. Ich glaube, das haben wir so auch noch nie gemacht. Wir waren ja vor 5 Jahren auch mal hier. Aber ja, man merkt, dass es super viele Läden gibt, so Touri-Läden. Es gibt auch ganz viele Spas. Und grundsätzlich finde ich, dass jetzt nicht wirklich viel los ist, oder? Was sagst du? Nee, viel los ist nicht. Viele kleine Boutiquen gab es und man kann hier super laufen. Verglichen mit Django auf jeden Fall. Also es gibt sogar Fußwege. Richtig gute Fußwege und so. Also es ist richtig schön entspannend, einfach hier ein bisschen zu schlendern. Aber warten Sie erstmal aufs Essen. So, unsere Vorspeise ist angekommen. Mirko hat Lust, mal einen Leichttest wieder zu machen. Ja, heute gibt es Frühlingsrollen. Und? Mhm. Sehr gut. Was hast du da Leckeres? Ich habe mir einen Tofu-Saté bestellt. Und du hast den Chicken Saté bestellt. Genau. Roter Reis, weißer Reis. Guten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute wieder sehr früh unterwegs. Ja, wir haben auch schon gefrühstückt, sind also gut gestärkt und fahren jetzt mal zum ersten Wasserfall hier in der Gegend. So, nach 45 Minuten sind wir am Wasserfall angekommen. Ist noch nicht so viel los, ist aber auch erst 8 Uhr morgens. Denn hier an dem Wasserfall soll richtig viel los sein, sonst sind wir richtig früh gefahren. Wir sind aber nicht die Ersten, sondern Nummer 10 und 11. Und let's go! Und wir haben jetzt den Besuch vom Tukat Chipung Wasserfall abgeschlossen. Also wir müssen sagen, es hat schon beim Reingehen den Eindruck gemacht, dass hier wirklich immer viel los ist, mit voller Restaurants und Shops. Und das hat sich auch bewahrheitet. Am Ende war es echt da unten nicht mehr auszuhalten. So viele Leute, und wenn man mal ein Foto machen will, ist jetzt erst 10 Uhr morgens, ne? Muss man echt eine gute halbe Stunde warten. Unten vor der Höhle bildet sich auch eine Schlange. Naja, also für uns bisher der schlechteste Wasserfall hier in Bali, den wir gesehen haben. Und wir werden jetzt mal weiterfahren, wollen eigentlich noch an einem stoppen, wo wir schon in einem der letzten Videos waren. In der Hoffnung, dass wir dort heute weniger Leute antreffen. Ansonsten, ja, werden wir zurück nach Ubud fahren. So, wir sind jetzt zurück in Ubud und gibt wieder eine kleine Stärkung. Wir haben uns heute für Burger entschieden. Das Frühstück war nämlich sehr, sehr schlecht. Und deswegen brauchen wir jetzt Verstärkung nach unserem Wasserfallausflug. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen uns heute auf den Weg zum Kampuan Ridge Walk. Den wollten wir jetzt schon so lange tun, weil wir waren jetzt schon 3-4 Mal hier in Ubud, aber haben es nie geschafft. Denn hierfür müssen wir am besten zum Sonnenaufgang raus. Es ist jetzt kurz vor 6 Uhr und wir gehen jetzt mal nach oben. Wir sind wieder zurück im Hotel, wir müssen sagen, es war richtig cool auf dem Ridge Walk heute Morgen. Wir haben noch schön gefrühstückt und für uns geht es weiter auf Bali. Wenn euch unsere Bali-Reise interessiert, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.